So, und damit wieder herzlich willkommen zurück bei Dawn of Man und unserem kleinen Nahrungsproblem, was wir immer noch haben. Ja. Wir müssen unbedingt jagen, beziehungsweise abbauen. Volle Kanne. Wir müssen eigentlich mal gucken, ob man nicht mal wieder ein bisschen was ergattern können hier, ja? Guck mal, hier wären auch wieder Wildschweine. Das wäre ganz nice, wenn wir die fangen würden. Wir haben keine Nahrung. Ja, ich weiß. Wie oft willst du mir das jetzt noch sagen? Haben wir sonst irgendwie noch Tiere gerade bei uns in der Nähe? Hier gibt es allgemein relativ Ebbe, ja? Was Tiere angeht. Außer jetzt noch ein bisschen weiter weg wieder. Hier hinten wäre eigentlich ordentlich noch was los, aber nö. Also hier hinten können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was jagen. Und fangen, eventuell, mit Glück. Ich meine, ja, wir haben wenig Nahrung, das gebe ich ja zu. Ja. Das gebe ich ja zu. Guck mal, wir haben nur noch... Wir haben einfach nur noch 9 Ziegen. Altersschwäche gestorben, ist nicht ganz so schön. Wir haben aktuell nur noch 9 Ziegen. Darum habe ich das Limit auf 25 hochgesetzt. Ich habe eigentlich gedacht, okay, wir waren schon bei 20 Ziegen gewesen. Das kann sich alles, sage ich mal, selbst wieder reproduzieren. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Hat aber anscheinend nicht so geklappt, wie ich das gerne wollte. Wo rennst du jetzt hin? Sag nicht die... Ach du Gott, sind die weit weg. Na pass auf, lass sein bitte. Das ist zu weit. Da rennst du ja wieder jahrelang hier rum. Und auf jeden Fall haben wir zwei Mufflons bekommen, oder? Oder waren es sogar 3? Ich weiß es gerade nicht. Ne, waren 2, glaube ich. Aber zumindest sehe ich gerade den dritten nicht. Ist ja auch jetzt erstmal egal. Oh, wir haben wieder ein paar Gemüsefrüchte. Yay, wir haben wieder was zu essen. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Sommer. Ah, jetzt können auch die Linsen abgebaut werden. Nice. Das heißt, das Feld ist fertig, das Feld ist fertig und ich glaube, das Feld ist fertig. Gut, da sollte jetzt auch wieder ein bisschen Nahrung reinkommen, ja? Es wird uns jetzt nicht komplett den ganzen Popos retten, aber ein bisschen sollte wieder abfallen. So, immer mal wieder Ausschau halten nach Tiere. Fleisch haben wir jetzt wieder ein bisschen bekommen. Ansonsten müssen wir echt sagen, wir nehmen wir jetzt hier 2, 3 Leute raus aus dem Dorf und müssen echt jagen gehen. Das Problem ist, es sind aktuell aber nur Wildschweine hier in der Nähe. Und Wildschweine sind echt zäh und sind extrem schnell. Ein Händler ist gekommen. Okay, vielleicht kann der uns ein bisschen was anbieten. Er könnte uns Schweine anbieten. Wo ich jetzt erstmal sage, okay. Ein Schwein kostet 75. Wir könnten rein theoretisch ihm Klamotten anbieten. Ein Wolloutfit kostet nur 5. Oh, das ist ganz schön teuer. Ich guck mal, auf wie viel ich komme. Ich würde 10 Stück davon verkaufen. Da hätten wir schon mal 100. Leder eigentlich ungerne. Feuersteinmesser. Das gibt auch nochmal 10 Punkte. Ist jetzt auch nicht das Beste, was wir jetzt verkaufen könnten. Vielleicht nochmal 2, 3 Bögen. Dann hätten wir jetzt so 5 Schweine. Dann sind wir schon auf 22 Schweine. Ich glaube, Schweine wäre ganz cool für Leder und für Fleisch. Was anderes, die produzieren ja ansonsten nichts, ne? Die machen ja, ja, eigentlich nichts. Also Schafe produzieren Wolle, Ziegen Milch, Schweine nichts. Also denke ich mal, werden Schweine übelst gute Fleisch- und Lederproduzenten sein. Ich hoffe es.
So, unsere Ziegen müssen wir mal wieder auffrischen und unsere Schafe kommen irgendwie nicht so richtig aus dem Papuf. Habe ich so die große Befürchtung. Na? Hier werden auch wieder zwei kleine Schweine. Ich meine, die könnte man noch jagen, das ist okay. Mufflons. Da hätten wir auch wieder Dreie. Hier läuft gerade sehr, sehr viel rum, was man fangen kann. Müssen wir mal gucken, ob man auch einiges davon bekommt, ja? Mehr Nahrung bringt das nicht? Nee? Hülsenfrüchte oder haben die das jetzt schon alles verputzt? Wie sieht es eigentlich aus mit. Warte mal, das ist echt ein großes Problem. Mit Fisch. Hier sind fünf Leute maximal dran, ja? Hier sind auch fünf Leute dran, ne? Ich glaube, ich werde noch mal einmal Fisch machen. Oder meinetwegen sogar noch zweimal Fisch, wenn Fisch jetzt so. Na, oder so erstmal lasse. Ich lasse es immer so. Müssen wir irgendwie mal gucken, dass wir irgendwie dieses Nahrungsproblem aus dem Weg kriegen. Ich meine, jetzt im Herbst können wir gleich wieder Dings anbauen. Da kriegen wir dann wieder Brote. Ja, wir müssen echt aufpassen. Emma war mit viel Getreide und Gerste war mit sehr viel Einkommen war Resistenz. Gerste war gewesen mit jetzt muss ich kurz lügen. Ich mach mal noch ein großes Gerstefeld rein. Gerste war gewesen mit sehr viel Stroh, ja. Stroh braucht man ja auch. Gerade auch zum Reparieren, zum Bauen. Und es gibt ja trotzdem immer noch ein bisschen Getreide. Ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen. So, wo sind denn jetzt die ganzen Tiere, die ich fangen wollte? Oh, Ziegen ist ein bisschen mehr geworden. Das ist ganz gut. Ich glaube, Schaf ist auch eins. Ein Schaf ist, glaube ich, mehr geworden. Aber du kannst mir sagen, was du willst. Du musst eines Tages echt weiter weg, um vernünftig zu jagen, oder? Was ist das hier? Ach, ein junges Schwein. Ach, das ist unser sogar. Wer bist du? Bist ein Wolf. Okay, aktuell haben wir gerade sechs Fische und zwei Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte ist jetzt aber auch echt nicht der Burner, ne? Was kriegen wir da später? Fruchtbaum, können wir denn Bäume anpflanzen oder was ist das? Also, wir könnten in der Kupferzeit reingehen, ja, aber ich will noch nicht. Ich will erst dieses Nahrungsproblem aus dem Weg räumen. Das Nahrungsproblem ist mir noch ganz, ganz großer Dorn im Auge. Darum will ich noch gar nicht ins nächste Zeitalter. Ich meine, wir können aktuell unsere Wissenspunkte sammeln und da können wir sehr, sehr viel freischalten im nächsten Zeitalter. Ja, ich will das jetzt hier nicht künstlich irgendwie in die Länge ziehen. Ah, guck mal, was ich gerade sehe. Wir haben so viel Wolle. Wir haben aktuell so viel Wolle. Ich werde das hier sogar schon deaktivieren. Ich werde die Hautklamotten werde ich deaktivieren. Brauchen wir aktuell echt nicht mehr. Da können wir unsere Häute können wir für was anderes nutzen. Ja, wir haben 42. Wir sind aber bei 49 Bewohnern. Das passt. Ja, das kriegen wir hin. Wir haben immer noch 17 davon. Die können jetzt nach und nach aufgebraucht werden. Das heißt, im Winter können sie sich denn das warme Zeug anziehen und im Sommer können sie denn die Leinenstoffe nehmen, ja?
Wir haben wenig Nahrung. Ja, also die Benachrichtigungen sind auch ein bisschen penetrant. Die sind ganz, ganz dezent, sind die penetrant. So, jetzt können wir hier auch volle Kanne was abernten. Und im nächsten Jahr gibt es dann sogar noch ein großes Feld mehr. So, wir haben aktuell 3 Mörser. Da können wir sogar noch mal überlegen, ob wir Brunnenweber, nein. Mörser, ob wir da eventuell sogar noch einbauen. Oh! Oh oh. Oh oh, er wird es nicht schaffen. Nein. Oh, ein Bärangriff. Warum das hier? Warum hier hinten vor allen Dingen? Der ist irgendwelchen anderen Tieren, die wir zähmen wollten, hinterherlaufen. Ach Mann. Ach Mist, ey. Das hier ist echt doof. Oh, guck mal, wie sie alle Hunger haben. Und ich kann dir nichts Großartiges zum Essen anbieten. Ah, oh, es tut mir so leid. War gerade ein Autosave. Warum gehen die eigentlich nicht mehr angeln? Eigentlich könnten die doch noch volle Kanne angeln gehen, oder? Jetzt können sie immer genug Getreide abbauen. Hier, lasst die euren Häuser doch in Ruhe. Ist doch scheißegal gerade. Ist ja schön, dass wir jetzt ein paar Häuser noch gebaut haben. Kümmert euch ums Feld. Kümmert euch bitte ums Feld. Und alles, was in Richtung Nahrung geht. Hier, ich breche das auch mal ab. Ja, kümmert euch bitte ums Feld. Macht so viel Brot, wie ihr nur könnt. Versucht es bitte. Das Jahr könnte ein bisschen entscheidend sein, wie es jetzt nun weitergeht hier. Marga ist schon verhungert. Das wird natürlich die Moral ein bisschen nach unten pushen. Mehl haben wir am Feuer, die machen jetzt gerade Brot, das ist schon mal ganz gut. Oh oh. Ich glaube, ich würde sogar noch einen Mörser bauen wollen. Also Brot produzieren sie ja, aber die werden jetzt einmal alle volle Kanne Knast haben und sich einmal das Brot, ja, hinterdrücken ohne Ende. Und jetzt müssen wir ganz eiskalt sagen, eigentlich will ich jetzt, ich würde gerne schon die Schweine gerne mitnehmen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wem ich da jetzt hinschicken soll. Hier wären Bären. Pass mal auf. Ach, ich überlege gerade, wie machen wir es am besten? Ich will den Leuten, guck mal, hier ist noch so viel am Feld. Die müssten eigentlich noch so viel machen. Deine Moral sieht auch gewaltig gut aus. Nee, komm, bleib beim Feld. Warte mal. Sind da gerade jetzt, wo sind die Schweine? Eins ist hier mittendrin, ne?
So. Du rennst da hinterher, so wie ich das gerade sehe. Ich versuche das jetzt gerade mal ein bisschen zu. Ich muss irgendwie am Fleisch rankommen. Ja, ich weiß, wir haben keine Nahrung. Das Problem ist, es ist jetzt alles wieder kostbare Zeit, die jetzt quasi drauf geht. Macht Essen. Jungs, macht Essen. Geht nicht jetzt auf Jagd. Oh, da hinten kommen gerade Mammuts. Die können wir eventuell jetzt im Winter denn jagen. Ey, das Feld ist noch so viel dran. Und ihr habt es noch nicht geschafft, das abzuernten. Komm, versucht noch so viel wie möglich rauszuholen. Verhungert mir jetzt hier bloß nicht. Oh, jetzt kommen gerade so viele Tiere hier hinten, ja. Schlitten ist nicht mehr nutzbar, okay. Die Tiere gehen jetzt alle in ihren Stall rein. So hat sich jemand eine Krankheit zugezogen. Puh, 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 puh. Jetzt wird es langsam ein bisschen schwieriger. Muss ich ganz ehrlich sagen. Verhungert? Okay, wir haben sehr viel Getreide. Das kann jetzt zu Mehl verarbeitet werden und daraus machen wir quasi Brot. Also bitte, versucht es. Die nächste Krankheit. Glaube, hier kommen neue Leute. Ja. Die wollen natürlich auch essen, ja. Ist ja jetzt nicht so, dass sie kein Essen wollen. Puh, vier Leute sind beigetreten. So, müssen die eigentlich aktuell noch irgendwas bauen? Wachtürme sind alle fertig. Palisaden sind fertig. Wir haben 33 Schweine. Was ganz gut ist, weil jetzt haben die sich wahrscheinlich richtig gut vermehrt. 25 ist das aktuelle Limit. Da hinten wären Mammuts. Oder ist das alles jetzt mittlerweile ein Fehler, den ich verursacht habe, weil ich keine festen Jagdgebiete hatte? Kann das auch sein? Ist das Fleisch her? Hm. Ich will jetzt auch nicht wieder Leute abziehen und da hinten hinschicken, um Mammut zu jagen oder sonstiges. Oder hier Bären oder Wildschweine. Das kostet extremst viel Zeit. Und darauf habe ich keinen Bock. Weißt du? Ich habe den gerade schon wieder den Fehler gemacht gehabt. In der Erntesaison, dass ich schon wieder Leute abgezogen habe wegen Wildschweine fangen oder jagen oder sonstiges. Das war mal, ich glaube, das war auch ein Fehler von uns, also von mir gewesen. Das hätte ich investieren sollen, die Zeit, um so viel Getreide wie möglich abzubauen, damit Mehl und Brot hergestellt werden kann. Das ging eiskalt auf meine Kappe, würde ich sagen. Wir haben keinen Stroh für die Tiere, ja. Was wird denn eigentlich immer mit dem ganzen Stroh gemacht? Jetzt mal ehrlich. Wir versuchen mal, das alles wieder unter Kontrolle zu kriegen, indem wir jetzt quasi das, wenn jetzt der Winter vorbei ist und das nächste Jahr anbricht, ja,
dass wir mal nichts Großartiges, Weltbewegendes bauen, wo jetzt alle Leute, na, weg müssen, sondern wir versuchen mal, dass hier die Feldarbeit Vorrang jetzt bekommt, ja. Wir werden nur eine Ausnahme machen, wenn die Tiere, sage ich mal, in unmittelbarer Nähe sind. Das heißt, wenn die hier irgendwie hier vorne in unseren Kreis rumrennen, ja. Da können wir eine eiskalte Ausnahme machen. Ansonsten müssen wir mal ganz hart, knallhart sagen, kümmern wir uns jetzt mal um unseren eigenen Scheiß. Mehr oder weniger. So, ich gucke mal kurz auf die Uhr. Ja, ein, zwei Minütchen können wir noch und dann sind wir auch schon wieder am Folgenende. So, Händler ist angekommen. Was hat denn der Händler für uns? Hat er irgendwas Schönes? Er hätte zwei Schafe für uns. Schafe wären ganz nett. Ja. Komm, gib mir einfach dein Fleisch. Was soll's? Gib mir dein Essen. Ist doof. Es ist wirklich doof, aber was willst du machen? Hier. Ja, hier, bitteschön. Haben wir 14 Fleisch aktuell. Vielleicht kriegen wir jetzt das Hungerproblem ein bisschen in den Griff wieder, ja? Ich habe jetzt noch ein paar Fischfanggebiete eingerichtet. Hier vorne sind Mammuts. Das finde ich ganz cool. Das wäre jetzt eine Überlegung wert. Weil bei Mammuts ist ja so das Problem, also nicht das Problem. Die können sich zwar übelst wehren, ist richtig, aber die rennen nicht weg. Das heißt, die machen Gegenangriff. Da muss sie jetzt nicht mit einer gesamten Sippe hinterherlaufen und durch die halbe Karte jagen. Die bleiben stehen. Das wäre echt eine Überlegung, dass du sagst, okay, du schnappst dich jetzt hier eine Handvoll Leute und versuchst sie jetzt Mammut zu kappen. Aber nein, mache ich jetzt auch nicht. Wenn die jetzt noch ein bisschen näher kommen würden, denn ja. Guck mal, das Brot ist schon wieder weg. Wahnsinn. Sollte man vielleicht hier nochmal ganz kurz gucken. Das machen wir unendlich. Hier machen wir 100%, hier machen wir 150%. Wenn wir es hinkriegen. Das weiß ich halt nicht. Winter überlebt. So, jetzt. Guck mal, wie viele Tiere hier auf der Abschussliste gerade aktuell stehen. Das müssten ja sehr, sehr viele Schweine vor allen Dingen sein. Ich weiß nicht, warum hier auch Ziegen und Schafe schon wieder. Boah, sind die einfach schon wieder zu alt? Die vermehren sich nicht gut genug, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall könnte jetzt aber sehr, sehr viel Fleisch reinkommen. Ich glaube, die machen zuerst die Feldarbeit und dann erst die Tiere, ja? Gehe ich jetzt jedenfalls mal von aus. Ah, der nächste an Altersschwäche. Da machen wir zur Zeit auch. Na gut, viele durch Hungertod. Aber da machen wir zur Zeit auch so plus minus null aktuell. Plus minus null aktuell ist da so der Stand. Wieder eine Feuersteinmine erschöpft. Jetzt hier hinten eine. Wir haben noch zwei hier und da vorne müsste noch die dritte sein. Noch ein bisschen haben wir. Was ich auch als Problem sehe, dass die Leute kaum hinterherkommen. Ja, hinter die ganze Feldarbeit. Ja. Die kommen kaum hinterher. Können sich aber damit gerade so über Wasser halten, was Nahrung angeht. So, holst du dir aber mehr Leute ran, damit die Feldarbeit mehr aufgeteilt wird. Ja, kannst du die auch wieder nicht ernähren oder musst du die halt miternähren. Das ist ein böser, böser Kreislauf hier, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt, in welche Richtung das alles hier noch geht. Was wir mal gucken könnten nochmal. Kann ich. Warte mal. Fragezeichen, Kupferzeit. Fruchtbaumdomizierung. Das würde ich gerne mal wissen. Kupferzeit. Fruchtbaum. Erlaubt es hier, Fruchtbäume zu pflanzen? Okay, sind die denn das ganze Jahr? Das weiß ich gerade aktuell nicht. Oh, die Tiere werden gerade geschlachtet, so wie sich das anhört. Tiere, Schweine werden geschlachtet. Alter! Ho, 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 ist das böse. Ist das böse? Jetzt werden gerade die ganzen Schweine geschlachtet, ja? Jetzt sind wir gerade auf 44 Fleisch. Muss natürlich noch getrocknet werden. Aber ich glaube, das kommt schon gar nicht mehr zum Trocknen, weil das sofort verarbeitet wird und sofort weggefuttert wird.
Ja gut, dafür ist es ja da, ja? Dafür wollen wir ja so viele Tiere haben. Da würde ich sogar sagen, weil Schweine sich echt gut lohnen. Wir machen Schweine mal auf 30. Ja? Dann haben wir aktuell 25, 50, 80. Und 80 Tiere können wir auch aktuell beherbergen. Ja, 30 Schweine. Lass die sich vermehren. Ohne Ende die Schweine, weißt du? Lass die sich vermehren. Alles, was drüber ist, wird dann eh geschlachtet und wird im Fleisch verarbeitet. Und das könnte uns echt einen Arsch retten. Juti, nichtsdestotrotz, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ey, baut mal hier noch ein bisschen was an, ja? Ja, baut mal hier noch ein bisschen was an, meine Freunde. Weil der Frühling ist schon wieder fast vorbei. Da kommt ihr nämlich kaum hinterher. Und ich habe euch schon kaum eine Aufgabe gerade aktuell gegeben. Das heißt, eigentlich könnte ich nur sagen, ich gebe euch Aufgaben im Winter. Weil da haben wir nicht so viel zu tun. Ja. Juti, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass wir das Nahrungsproblem hier noch irgendwie unter Kontrolle kriegen. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut da wieder rein. Tschüss.